Draco de Maugret is a 2013-born French stallion by Canaan, Fusain du Defay, and Organo Sitter. With the French rider Alexandra Franca, Draco made it up to 1.55 m level before it was purchased by Paul Schockemöhle. With his new rider, Patrick Stuhlmeier, he got off to a flying start by winning the Grand Prix in Pinneberg, Hagen and the Sires of the World. In 2024, they were successful in the Global Champions Tour in Rome, La Coruña, Madrid and Cannes, and so contributed to Team Riesenbeck's overall victory in the Global Champions League. Draco Sire Canaan is one of the most influential show jumping sires ever. For many years, he led the ranking of the best show jumping sires in the world and is currently placed third. He was himself highly successful with the French rider Michel Icard. Draco's dam, Atlanta de Maugret, jumped 150 classes and she's a daughter of the Anglo-Arab Fusain du Defay, providing an outcross pedigree. Auch ihm sieht man schon auch die ein bisschen mehr Erfahrung an. Aber er ist unwahrscheinlich rittig, dabei super vorsichtig und hat einen tollen Job gemacht. Und er ist einfach unglaublich intelligent, also wirklich unfassbar intelligent. Egal was man mit ihm macht, egal was im Parcours auf ihn wartet und gerade was dann letztes Jahr auf so Plätzen wie Monaco, wo es unheimlich eng ist, oder auf einem großen Grasplatz wie Madrid, wie dieses Pferd sich anpasst, wie dieses Pferd mitdenkt, auch in den Stechen wie in Hagen, wo er gewonnen hat, in Münster, wo er Dritter war. Das ist wirklich unfassbar. Und man merkt mehr und mehr, dass die beiden eine wirkliche Einheit werden. Und wir hoffen sehr, dass wir diesen Weg auch dieses Jahr weiter fortführen können, mit hoffentlich ein paar Einsätzen in Nationenpreisen. Und dann werden wir sehen, wo uns der Weg hinführt. Und dann wollen wir das nochmal erhöhen. Auch ein bisschen breiter, nicht so zögerlich. Wenn er Anweisungen gibt beim Höherbauen, geht es ja noch. Wenn er selber höher baut, ist es noch schlimmer. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ist nicht schlimm. So, das ist der letzte Formcheck hier für Neumünster. Nächste Woche Sonntag geht's dann los. Da wird ordentlich Druck drauf sein. Und vor allen Dingen wird da ordentlich Stimmung sein. Deswegen wäre es ganz schön, wenn jetzt gleich hier wirklich so ein Hexenkessel entstehen könnte. Dankeschön. Ja. Wir sagen Patrick, viel Glück in Neumünster. Zwei Weltstars des Springsports. Aus der Global Champions Tour, Draco de Maugre und Patrick Stuhlmeier. Jetzt nochmal einen Riesenapplaus für Patrick!